Die BMW Group liefert 2017 wie angekündigt mehr als 100.000 elektrifizierte Automobile weltweit aus und untermauert damit ihren Führungsanspruch in der Elektromobilität. In einer feierlichen Übergabe bekam der Kunde des 100.000. Fahrzeugs seine Schlüssel vom Vorstandschef Harald Krüger persönlich in der BMW-Welt übergeben. Ich habe ein wunderbares Gefühl. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass das so abläuft. Ich bin ganz erstaunt. Ich freue mich am meisten darauf, dass der BMW i3 so eine gute Straßenlage hat, so einen schnellen Anzug hat. Da kenne ich mich mit aus. Die Elektromobilität ist ein essentieller Bestandteil der Unternehmensstrategie Number One Next. In 2025 wird das Unternehmen 25 voll- oder teilelektrische Modelle anbieten. Schon im nächsten Jahr kommt der BMW i8 Roadster. 2019 folgt der elektrische Mini. Und 2020 die Elektroversion des BMW X3, bevor in 2021 der BMW iNEXT als Technologie-Speerspitze neue Maßstäbe setzen wird. Für die BMW Group ist es ein besonderer Tag. Wir haben in diesem Jahr versprochen, dass wir 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge verkaufen werden. Und heute habe ich die 100.000. Fahrzeug übergeben. Also wir haben sozusagen geliefert, was wir versprochen haben. Und es ist fantastisch zu sehen, wie wir 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben, aber auch welchen Erfolg die BMW Group mit ihrer Elektromobilität hat. Also für mich persönlich auch ein super Tag. Gefeiert wurde dieser Meilenstein auf dem Weg zur Mobilität von morgen mit einer aufsehenerregenden Lichtinszenierung, die den berühmten Vierzylinder im Münchner Norden in eine Batterie verwandelte.